Ein Airbus A350 der Lufthansa muss auf dem Weg von Kapstadt nach München eine ungeplante Zwischenlandung einlegen. Auf einmal finden sich die Passagiere mitten in Afrika, genauer gesagt in Luanda, in Angola wieder. Da wollte logischerweise keiner hin und so regt sich im Internet teilweise etwas Ärger und Unverständnis. Und obwohl wir nur eine Handvoll Details über diesen Flug haben, ist es mal wieder ein großartiges Beispiel, um zu zeigen, wie im Cockpit Entscheidungen getroffen werden. Und ich hoffe doch sehr, dass ich euch da ein paar Fragen beantworten kann. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Flug, um den es heute geht, ist eigentlich ein ganz normaler Lufthansa-Flug von Kapstadt, einem der aktuell beliebtesten Fernreisezielen der Deutschen, nach München. Durchgeführt täglich mit dem Airbus A350. Normale Flugzeit ist knapp unter 11 Stunden, ein reiner Tagflug. Die Maschine, die an diesem Tag im Einsatz war, ist die X-Ray Echo, ein gerade mal etwas über 5 Jahre alter R350-900. Schon der Hinflug dieser Maschine durch die Nacht war verspätet. Gegen 11.30 Uhr Ortszeit, morgens in Kapstadt, mit etwas über 2 Stunden Verspätung, machte sich das Flugzeug dann wieder auf den Weg zurück nach Hause. 286 Passagiere waren an Bord, damit ist der A350 der Lufthansa nahezu voll ausgebucht. Nach dem Start in südliche Richtung gab es dann eine langgezogene Rechtskurve in einer Höhe, die bei gutem Wetter einen wunderschönen Ausblick auf unter anderem die Stadt und den Tafelberg ermöglicht und dann ging es weiter in Richtung Norden. Gute 30 Minuten nach dem Abheben waren dann erst 37.000 Fuß, wenig später 38.000 Fuß und damit die Reiseflughöhe für die nächsten Stunden erreicht. 3 Stunden und 20 Minuten nach dem Start im Luftraum von Angola verließ der Airbus diese 38.000 Fuß wieder, umgerechnet sind das etwa 11.600 Meter, und keine 10 Minuten später erscheint das Flugzeug auf dem Radarschirm der Flugsicherung mit dem Squawk 7700. Da müssen wir einmal ganz kurz drüber sprechen. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass wir selbstverständlich nicht alle Details und alle Informationen kennen, welche der Cockpitbesatzung zu diesem Zeitpunkt des Fluges zur Verfügung standen. Und es ist auch ganz wichtig, ich versuche nicht im Namen der Lufthansa hier irgendwelche Statements zu diesem speziellen Flug abzugeben. Das macht die Lufthansa schon selbst und ich weiß an der Stelle auch gar nicht mehr als der Rest des Internets. Ich versuche euch einfach nur grundlegend diese ganzen luftfahrtspezifischen Dinge nachvollziehbar zu erklären und euch mit diesen Informationen, die wir beispielsweise über Flightradar über diesen Flug sammeln können, zu zeigen, was dort passiert sein könnte. Also, Squawk 7700, was bedeutet das? Von der Flugsicherung erhalten wir Piloten einen sogenannten Transponder-Code. Diesen vierstelligen Code, bestehend aus Zahlen zwischen 0 und 7, können wir dann im Cockpit anwählen. Und die ganz simple Erklärung ist also, ein Flugzeug wird durch das Primärradar als Objekt im Luftraum erkannt. Dieses Primärziel wird dann mit Hilfe des Sekundärradars am Boden, welches den Transponder-Code im Flugzeug abfragt, mit eben diesem Code versehen und so lässt sich dann der Punkt auf dem Radarschirm als zum Beispiel Lufthansa 575 identifizieren. Das ist wirklich aufs Allereinfachste runtergebrochen. Heutzutage ist so ein Sekundärradar in Kombination mit einem Transponder auf Flugzeugseite noch für eine ganze Menge andere Dinge gut und kann auch viel mehr Informationen bereitstellen, als nur bei der reinen Identifizierung des Flugzeuges zu helfen. Aber ich denke mal, um das grundlegend zu verstehen, ist das schon mal ganz gut. Dadurch, dass dieser Code von der Cockpitbesatzung angewählt wird, kann man mit Hilfe dieses Transponders und dieses Codes natürlich jetzt auch irgendwie mit der Flugsicherung kommunizieren. Das klingt vielleicht total rückständig, ist heute auch wirklich nur noch ein ganz kleiner, aber eben durchaus wichtiger Teil der Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpit und für uns eben deswegen interessant, weil wir so über Flightradar, weil die eben diesen Transponder-Code auslesen können, einen Teil der Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpit quasi einsehen können, wenn man so will, ohne den Funk hören zu müssen. Es gibt 3 internationale Notfallcodes, die dabei besonders interessant sind. 7500 für eine Flugzeugentführung, 7600 für Funkausfall und 7700 für eine allgemeine Luftnotlage. Wird einer dieser Codes gesetzt, setzt das eine ganze Reihe von Dingen in Gang. Bei 7700 hat das in Luftnotlage befindliche Flugzeug Vorrang vor allen anderen Maschinen und erhält jegliche Unterstützung der Flugsicherung. Das Flugzeug kann sich also auch mehr oder weniger frei im Luftraum bewegen. Die Flugsicherung räumt dann dem Flugzeug den Weg frei. Kommunizieren lässt sich eine Luftnotlage aber natürlich auch darüber hinaus, ganz einfach mit den Worten Mayday, Mayday, Mayday. Das passiert auf diesem Flug laut Flightradar um 13.08 Uhr Zulu. Also zumindest da wurde der Transponder-Code 7700 gesetzt. Das ist dann 14.08 Uhr deutsche Zeit, gut 3,5 Stunden nach dem Start in Kapstadt. Und diese Meldung wird definitiv nicht leichtfertig herausgegeben. Der A350 hatte ein Problem mit einem der Triebwerke.
Und um das jetzt etwas besser nachvollziehen zu können, steigen wir mal so ein bisschen in die Systemlogik des Airbus ein. Nicht alle Unregelmäßigkeiten mit einem Motor kann das Flugzeug immer sofort selbst feststellen. Läuft ein Motor zum Beispiel einfach unrund, dann kann das durchaus erst der Besatzung auffallen, bevor es dem Flugzeug selbst auffällt. Die allermeisten, vor allem die schwerwiegenden Fehler, deckt das ECAM aber zuverlässig ab. Das ECAM ist das Electronic Centralized Aircraft Monitoring und es kennt verschiedene Level von Fehlern. Level 2 und 3 sind hier jetzt besonders interessant. Eine sogenannte Amber Caution, also eine gelb markierte Fehlermeldung, erfordert die Aufmerksamkeit der Cockpitbesatzung und eventuell mit dem Fehler verbundene Handgriffe. Bezogen auf das Triebwerk kann das zum Beispiel die Fehlermeldung Engine 1 Oil High Temperature sein. Die zu erledigenden Handgriffe gibt das ECAM dann vor. Eine Level 3 Meldung hingegen, also eine Red Warning, erfordert von der Cockpitbesatzung sofortiges Eingreifen. Und auch hier gibt das ECAM die Handgriffe vor. Engine 1 Fire ist zum Beispiel eine solche Warnung und eben genau diese Warnung hat die Crew, so wie es bei den aktuellen Berichten und dem Statement des Flughafens Luanda nach aussieht, bekommen. Die vom ECAM vorgegebenen Handgriffe haben erst einmal dann das Ziel, das Feuer zu löschen, das Triebwerk abzuschalten und damit zu sichern. Das führt in großen Höhen zwangsläufig dazu, dass man die Reiseflughöhe aufgeben muss. Da die nun noch zur Verfügung stehende Triebwerksleistung eben nicht mehr ausreicht, um Höhe und gleichzeitig auch die Fluggeschwindigkeit zu halten. Ein weiterer Flug nach München ist damit bereits an diesem Punkt schon sofort ausgeschlossen. Im weiteren Verlauf gibt sogar das ECAM dann noch vor, ATC Notify. Und an dieser Stelle folgt dann spätestens bei einem solchen Fehler der Mayday Call und das Setzen des Transponder Codes 7700, wie wir es dann eben besprochen haben. Bei einem zweistrahligen Flugzeug ist der Ausfall eines Triebwerkes bzw. auch dieser Fehler, welcher den Ausfall eines Triebwerkes ja zwangsläufig zur Folge hat, auch wenn das Feuer gelöscht wurde, eigentlich immer ein Notfall, weil es eben ein massiver Redundanzverlust ist und es gibt nur ganz wenig Situationen, in denen es dann wirklich Sinn machen würde, nicht auf diesen Mayday Call zu gehen. Bei einem vierstrahligen Flugzeug kann das tatsächlich etwas anders aussehen. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab mal so einen Funkmitschnitt einer Lufthansa 747, die nach einem Triebwerksausfall nach New York zurückkehren musste. Das ist nicht zwangsläufig ein Notfall. Oh, you're not an emergency? Negative. No, we have an engine failure, but not an emergency. Oh, not an emergency. Okay, just so, an engine failure, but you're not an emergency. Are you overweight landing, they want to know? Not at all. No, not even that. Not even that? No. Alright. Ein wirklich brennendes Triebwerk, also ein Triebwerk, was immer noch weiter brennt, die Feuermeldung ist immer noch vorhanden, nachdem man da zwei Feuerlöscher reingeschossen hat, das sorgt bei jedem Flugzeug dafür, dass es sich um einen zeitkritischen Notfall handelt, ganz egal wie viele Triebwerke das Flugzeug hat. Darüber hinaus haben diese Farben und die verschiedenen Level an Fehlern oft verbunden mit einem Land ASAP, also mit einem Land as soon as possible, in Amber oder in Red, natürlich noch eine weitere Bedeutung. Sie sollen die Crew bei ihrer anschließenden Entscheidungsfindung unterstützen. Gelb oder Rot ist nicht immer automatisch gleichzusetzen mit zeitunkritisch oder zeitkritisch. Aber es kann und soll der Besatzung natürlich helfen, diese zeitliche Eingrenzung zu treffen. Und wenn man diese Eingrenzung dann gemacht hat, herausgefunden hat, ob es sich um einen zeitkritischen oder um einen zeitunkritischen Fehler handelt, dann geht man damit ins sogenannte Vordeck, also in das Entscheidungsfindungsmodell, was wir im Cockpit nutzen. Die Buchstaben stehen für Facts, Options, Risk and Benefits, Decision, Execution und Check. So ein Vordeck wird dann je nach Zeit kritisch oder Zeit unkritisch entsprechend angepasst und das hat vor allem Auswirkungen auf den Punkt Risks and Benefits. Essentiell wichtige Punkte, die dort immer vorkommen müssen, sind beispielsweise die Ausstattung eines möglichen Ausweichflughafens. Also wie lang ist die Landebahn? Gibt es dort ein Instrumentenlandesystem und ist das Wetter dort gut? Zusätzlich interessante Punkte sind zum Beispiel, hat die Fluggesellschaft dort irgendwie Wartungspersonal stationiert? Gibt es dort generell eine Station, irgendwie eigenes Personal, mit dem man die Passagiere abfertigen kann? Gibt es viele und gute Hotels? Können die Passagiere von diesem Ausweichflughafen aus gut weiterreisen? Und wie sind die Einreisebestimmungen und so weiter? All das kann in einem zeitunkritischen Vordeck mit einfließen. In einem zeitkritischen Vordeck fliegen diese zusätzlich interessanten Punkte definitiv raus. Und das ist auch gut und richtig so und zum Beispiel im Falle eines Triebwerksfeuers im Interesse aller. An der Stelle können wir es kurz machen. Die Crew auf diesem Flug von Kapstadt nach München bekam es jetzt also mitten über dem mit nicht allzu vielen tollen Ausweichflughäfen ausgestatteten Afrika, in der Nähe von Luanda, mit einem zeitkritischen Fehler zu tun.
Sie suchten die erste passende Lösung, genauso wie sie es gelernt haben und genauso wie es auch richtig ist, und entschieden sich offensichtlich für Luanda. Und aus dieser zeitkritischen Nummer wurde dann glücklicherweise das Ganze zu einer, wir könnten sagen, durch das erfolgreiche Abarbeiten der Feuerwarnung, denn wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich ein Feuer im Triebwerk gab, durch das erfolgreiche Abarbeiten konnte man das Ganze zu einer zeitunkritischen Abnormalität abschwächen. Was der Crew dann wiederum die Möglichkeit gab, über dem Flughafen von Luanda in etwa 30 Minuten Warteschleifen fliegen, noch etwas Treibstoff zu verbrennen, um das Gewicht des Flugzeuges zu reduzieren. Und so landete das Flugzeug dann sicher in Luanda. Fliegerisch, aus der Entfernung betrachtet, mit diesen wenigen Details, die wir zu diesem Flug haben, eine durchaus richtige und total gut nachvollziehbare Entscheidung. Operationell ist das Ganze aber, wie sollte es denn auch anders sein auf einer solchen Langstrecke, natürlich eine enorme Herausforderung. 300 Menschen mal ebenso ungeplant in Luanda einreisen zu lassen, dann auf irgendwelche Hotels zu verteilen, dann möglichst zügige Weiterreisen zu organisieren. Das ist trotz der Tatsache, dass Lufthansa Luanda mit Frankfurt dreimal die Woche nonstop verbindet, mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und die XWA Echo, also der betroffene A350, wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen bleiben, weil offensichtlich war ja wirklich was mit dem Triebwerk massiv nicht in Ordnung. Und das wird großen Wartungsaufwand bedeuten, wird vielleicht sogar bedeuten, dass das Triebwerk getauscht werden muss. Das wissen wir alles noch nicht und das wird sich dann in den nächsten Tagen klären. Aber mit diesem Flugzeug kommen die Leute auch nicht mehr nach Hause. Also eine Geschichte, an der keiner so wirklich Spaß hat. Aber es kann passieren. Und aus fliegerischer Sicht, mit den wenigen Daten, die wir hier zur Verfügung haben, ist das, was da gemacht wurde, eine ganz klare, sichere und nachvollziehbare Entscheidung. Und vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, um sich doch mal wieder so ein bisschen daran zu erinnern, welche Länder und welche Orte man eigentlich alle überfliegt, wenn man in 10 Stunden so ganz entspannt nach Kapstadt gondelt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Es waren wirklich wilde Artikel über diesen Flug. Deswegen hoffe ich, dass ich zumindest, was den fliegerischen Part angeht, so ein paar Fragen beantworten konnte. Und sehen uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. An der Stelle können wir es kurz machen, die Crew auf diesem Flug von München. An der Stelle können wir es kurz machen, die Flug.